du gewusst, dass der, der Wilhelm Tell geschrieben hat, gar kein Schweizer war? Ja, ja, logisch. Wieso? Bei einem Schweizer hat doch der Tell nicht einfach auf so einen feinen Apfel geschossen, sondern er hat ihn gegessen. Eben, das habe ich auch schon gedacht. Das ist schon gut, Hans. Durch diese hohle Gasse muss er kommen. Feine Schweizer Äpfel, natürlich frisch und gesund.